Wir haben überhaupt keine Vorurteile. Ich? Noch nie. Was soll denn das sein? Weißt du es noch? Nein. Sau gutes Gefühl. Ich halte es nicht mehr aus. Immer wenn ich die Zeitung aufschlage, Eiwanger, Eiwanger, Eiwanger. Ja, das ist beim Eiwanger bald so wie bei dieser Taylor Swift in Amerika. Was? Wer? Ja, die Taylor Swift, die Sängerin, die ist im Prinzip ist die der Peter Kraus vom Joe Biden. Ja, aber wenn der Eiwanger, wenn der dann genauso singt, wie er spricht. Ja, du kannst jetzt darauf warten, dass der bald Fotomodell wird für Traktoren. Weißt du, wie damals die Pamela Anderson, weißt, die sind im Bikini nackert auf die Kühlerhaube vom Porsche gerechnet. Ah, ja, genau. Du, der neue Fendt soll angeblich einen echt silbernen Eiwanger als Kühlerfigur kriegen. Ja, ja, das ist quasi der Rolls Royce unter die Traktoren. Ja, ja. Und den Auspuff, den die dann in diese Eiwanger-Figur reinleiten und wenn er fährt, dampft er aus dem Mund. Das ist gut. Bei uns im Stüber, da gibt es ja schon den Witz. Wie fängst du dir einen Eiwanger? Weiß ich nicht. Stelle einen Bullock neben eine Ampel auf dem Acker, schon schießt er wieder Brezen aus dem Boden und verzeiht er, wie alles ein Depp ist. Weißt du, was ich mich schon lange frage? Hä? Was macht der Eiwanger eigentlich beruflich? Ja, Landwirt. Ja, angefangen hat er ja mit dem Schweinl, ja, weil es für die großen Rindviecher noch nicht ganz gelangt hat. Und so wie es ausschaut, tendiert er jetzt langsam Richtung Königstiger. Aber Schweine, da kann er sich ja gar nicht drum kümmern. Ja, wie mag er das machen, wenn er die ganze Zeit irgendwo umeinander fährt, weil er reden mag? Ja, er füttert sie mental. Deswegen schreit er ja so umeinander. Ja, weil die Schweine im Eiwanger sein Stall, die haben vielleicht nichts zum Essen. Aber sie hören aus der Ferne, der Herr sichert gerade unsere berufliche Zukunft als Schnitzel und Schweinsbraten. Ich schau mal da, was da steht in den Nachrichten. Hubert Eiwanger ist bayerischer Wirtschaftsminister. Da schau her, so viele Berufe und dann hat er auch noch Zeit für ein Hobby. Sauber. Respekt.